Die Amtrak möchte attraktiver werden für die Movers und Shakers of Tomorrow, also für die nächste Generation der Führungskräfte. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, dass wir 10 von Ihnen aus Mitgliedsfirmen der Amtrak gewonnen haben. Aber hören Sie nun von 2 dieser Initiative selbst, was für Ideen Sie haben und wie Sie mit uns gemeinsam die Amtrak attraktiver machen wollen für die Zukunft. Im Moment liegt der Schwerpunkt der Next-Gen-Board-Member darauf, ein Programm zu entwickeln, aus dem langfristig die Next-Gen-Community daraus erwachsen soll. Somit werden wir versuchen, jetzt in den nächsten Jahren, insbesondere bei den bestehenden Mitgliedsunternehmen, die Amtrak bei jüngeren Leuten im Unternehmen bekannter zu machen und für die Amtrak zu gewinnen. Mir persönlich gefällt an der Amtrak am besten die Vielfalt der verschiedenen Unternehmen und Branchen und deren Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel, die deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Und ich denke auch, dass gerade in Zeiten von politischem Wandel, wie wir den momentan auch erleben, diese Zusammenarbeit eben auch ganz, ganz wertvoll ist. Für mich ist einer der wesentlichen Punkte, warum ich mich gerne bei der Amtrak engagiere, da ich hier den direkten Kontakt mit diesen Leuten habe und somit hautnah erfahre, was diese Unternehmen bewegt, insbesondere was die transatlantischen Beziehungen angeht. Was wichtig ist in einem Team, in einem Mitarbeiterumfeld ist, dass man junge Leute im Team hat, aber auch sehr erfahrene ältere Leute. Und ich glaube, das ist, wovon ein Unternehmen richtig profitieren kann. Und wenn da die Zusammensetzung stimmt, ist auch meines Erachtens der Erfolg in der Hinsicht garantiert.